Hallo und herzlich willkommen zu Baldur's Gate 3. Ja, und ich habe mir eine Pause nochmal nachgedacht. Let's get on with it. Vielleicht. Wäre der Schild besser bei Schattenherz. Dann hat sie Schild und Knüppel und Karlach kann weiter kraftvoll mit ihrem Hammer zuhauen. So, die Kammer des Verlusts. I see them. I see my parents. Gods. What's been done to them? Wo? Warte kurz. Buch mit dem Namen derer, die in der Kammer des Verlusts eingekerkert sind. Bei manchen ist der Tod vermerkt. Givjanki, Doppelbewachung stets erforderlich. Verstorben. Annel Weinblatt, Emily Weinblatt. Ich glaube, das sind die Eltern. Okay. Wir müssen die Weinblatts finden. Wo hast du die denn gesehen? Mädel. Ist aber nix. Was ist das für ein Spiegel? Spiegel des... Nee, hat sie gesagt. Wir gucken nicht in irgendwelche Spiegel rein, oder? Da sind die. Spiegel des Verlusts. Nee, 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 nee. Da wird nicht reingeguckt, oder? So. It can't be. Another vile trick. No, there is no trick. It's her, Genevieve. Jen, our little girl. Moon Maiden's grace. It is you. I'm here to get you out of here. They're all gone. It's over. Every time you try to reach for Saluna, my hold on you bites deeper. If you had learned, if you had obeyed, there would be no pain. But you struggle on. You will make things worse for yourself and for them.
Victory? Your victory is but a guttering candle in the dark. Temporary. Inconsequential. Enough! I'm taking my parents away from here! I'm taking them away from you! You cannot. We are still bound to you. You cannot both free us and free yourself from her curse. The Moon Maiden needs you more than she needs us. You are the future. You must return to the fold. We are the past. And our duty is almost done. Eloquently put. His mind stood up well to his time here. The same cannot be said for your mother. Such brief, fragile lives humans lead. This is my final lesson. I leave you now to dwell on your mistakes and make your choice. Shah's parting words make your flesh crawl. There is no lesson to be learned here, only a family's torment, a spiteful goddess's whims, and an unspeakable choice to be made. She's gone. I don't understand. Shah will never admit defeat. Not until she has stolen one last thing from you. We cannot allow your future to be her last prize. Not after all your mother and I have endured to see you again. Your companion understands, I think. Help her, please. Help her see what must be done. Ich verstehe gar nichts. Ihr müsst euch entscheiden, Schattenherz. Entweder befreit ihr eure Eltern oder ihr befreit euch von Shars Fluch. Redet mit eurer Mutter und eurem Vater und seht, was sie wollen. I'm sorry. I didn't know any of this was happening until it was much too late. I came to try to put things right. And you did. You found us. All these years, that dream kept us going, that you would break free. No matter what they made you do to us, we knew you were still in there. I knew the Dark Woods wouldn't frighten you. You were always such a brave girl. She was, and still is. You've saved us. Now save yourself. You'll be out of Shah's reach, and we'll be at peace. I only just found you again after all this time. I can't lose you again. We'll still be with you. By the Moon Maiden's grace, we'll never be far. Please, Jennifer. Ja, es ist deine Entscheidung. Ich muss euch nicht sagen, was richtig ist. Is this truly what you want? It is what we need. All of us. You were meant to be a guiding light for Saluna's faithful, but they robbed you from us. Now that can be righted, and we can rest. Help us, Jen. I can let go. Now I've seen your face again. Goodbye. Not goodbye. Not even close. Was ist das? Moonlight. They bring Saluna's light to dark places and offer guidance to those in need. My parents are watching over me. Let's leave this place. There's nothing more for me here. Eine Sache noch. Wie soll ich euch nennen? Schattenherz oder Genevieve? Shadowheart, still.
can't run away from who I was all this time. Besides, there's something fitting to it. Can't cast a shadow without some light. Richtig. My parents. I saw them. Spoke to them. And let them go. It's more than I can take in just now. Give me a night to try and get my head together. Ja, aber klar, Schatz. Aber klar. Ey, dieser bekackte Spiegel da hinten, ne? Aber ich will da nicht rangehen. Hier stand überall. Der lässt sich vergessen. Nee. Machen wir nicht. Alter, was eine krasse Quest. Warte mal, was sagt denn das Block? Hauptquest, Baldur's Tor. Hoher Hafnerhain. Ja, die hohe Hafnerin. Freier Orpheus akzeptiert das Verlangen. Ja, weiß ich nicht. Ist sie jetzt Ende? Ja, das stimmt. Der bleiche Elf, abgeschlossen. Tochter der Dunkelheit. Schattenherz hat beschlossen, das Leid ihrer Eltern zu beenden und sie ihrer letzten Ruhe und der Fürsorge von Selune zu überantworten. Nun haben sie Frieden gefunden und Schattenherz ist frei von Schars Einfluss. So kann sie endlich ihren eigenen Weg wählen. Das finde ich super. Finde ich super. Genau so wollten wir das auch. Jetzt tut die Kralle auch nicht mehr weh. Echt mal. Ey, was eine krasse Quest. Und wir haben die ganze Hütte haben wir durchgelootet. Und tut mir leid, aber ich traue mich an den Spiegel nicht ran. Bin zwar neugierig, aber ich traue mich da nicht ran. So, hier haben wir auch alles weggelootet. Krass. Spritze. Aha. Ernsthaft? Ja gut, Junge. Wenn du willst. Sollst du kriegen. Ja. Bam. These boots have seen everything. What's next?
Ja, kleiner Vampir. Be quick. Be quick, genau. Sei mal ganz quick. Und hüpfen ist nicht mehr. Okay. Ui, sehen die eklig aus. Aber muss ja auch mal sein, ne? Well, so much for peace. Ah, du bist schon wieder dran? Glaube ich nicht, oder? Doch, sie ist schon wieder dran. Alright, Karlak, it's go time. Karlak, ist Zeit, genau. Komm ran, Karlak. Kannst auch nicht mehr hüpfen. Wenn ihr mit Dunkelheit kommt, komme ich auch mit Dunkelheit. Jetzt kannst du sie aber nicht mehr treffen, ne? Nee. Hier mal so ein. Schön, Schätzchen. Und Segen auch noch. Ist ja ein richtig gutes Ding. Fängt schon wieder mit der Scheiße an. Ich. Ah Gott, komm, ja. Hau einfach mal drauf. Oh. So. Die kannst jetzt leider nicht verhauen. Das ist echt schade. Aber den kannst du verkloppen, ne? One hit! Ja gut. Ja, ist in Ordnung. So. Maestro. Ach Gott. So. Ist die Dunkelheit schon weg? Oh, ist klar. Ja, dann heiz dich mal auf. Und hau zu. Schön, schön, Karla. Einfach draufhauen. Schön. Hast du noch einen? Hast du nicht? Gott. Dann kann Shadowheart den Finalen machen. Was? Jetzt geht doch nicht da in die alle in die Tentakel rein. Ist doch. Ach so, guck mal hier, die ganzen teuren Bücher.
Und es hat Schlüssel zur Schatulle, Trauerschlüssel. Ja gut. So. Die waren teuer. Selbsthilfebuch, das angeblich denen helfen kann, die zu Neid neigen. Begehrt ihr, was andere haben und vernachlässigt dabei, was euch bereits gehört? Gerinnt euer Verlangen nach mehr zu einem Pfuhl des Selbstmitleids? Ihr müsst euch aus dem faulen Morast des Neids kämpfen, bevor ihr darin erstickt. Denkt nicht daran, was andere haben, sondern daran, was sie nicht haben. Es ist Freude darin zu finden, anderen zu helfen. Freude und vielleicht auch Erlösung. Das Buch fährt ausführlich in diesem Stil fort und deutet an, sollte die Selbsthilfe nichts nützen, können möglicherweise zukunftsweisende Behandlungen aus dem Haus der Trauer helfen. Alles klar. Eine Broschüre. Das falsche Herz konfrontieren. Sind wir doch mal offen zueinander, werter Leser. Ihr glaubt vielleicht, dass die Täuschung eine Kunst ist. Eine Kunst, die euch mehr nutzt als schadet. Doch das ist die schlimmste aller Lügen. Die Selbsttäuschung, die eines Tages euer Ruin sein wird. Doch wie könnt ihr den Kreislauf durchbrechen? Es kann schwierig sein, die Wahrheit zu sprechen. Ich glaube, die Wahrheit zu sprechen soll heißen. Wenn einem das Lügen so leicht fällt. Vielleicht solltet ihr stattdessen lieber gar nicht sprechen. Wenn ihr nicht ehrlich sein könnt, könnt ihr zumindest stumm sein. Was ist mit Traurigkeit, werter Leser, die euch unvermittelt und ohne Grund überkommt? Was, wenn selbst die sonnigsten Tage sich verdüstern, ohne dass ein Ende in Sicht ist? Ihr glaubt vielleicht, es gibt kein Mittel dagegen. Aber dem ist nicht so. Jedes schlagende Herz weiß, was ihm Freude bereitet. Das müsst ihr suchen, wo immer ihr könnt. Musik kann die Stimmung so leicht heben, wie eine Flamme Eis schmelzen kann. Gut. Das rabiate Herz besänftigen. Hitzköpfigkeit hat in einem gesunden, ausgewogenen Geist ihren Platz. Aber was, wenn das Blut kocht? Was, wenn ein rabiates Herz seinen Besitzer zu grässlichen Gedanken, Worten oder gar Taten drängt? Ihr müsst euren Widersachern vergeben, ihnen aufhelfen, ja sogar die Wunden heilen, die ihr ihnen zugefügt habt. Denn wenn ihr sie nicht heilen könnt, wie wollt ihr euch dann selbst heilen? Das war sogar irgendwie sinnvoll. Leider, werter Leser, kann nicht jeder sich ohne die Hilfe anderer bessern. Manche benötigen die Hilfe eines Älteren, eine führende autoritäre Hand, die gleichermaßen leiten wie bestrafen kann. Ehrt die Älteren, werter Leser, hört auf ihre Lehren, erfüllt ihre Begierden, dankt ihnen für ihre erzieherischen Maßnahmen, dient ihnen, auch wenn ihr glaubt, im Konflikt mit ihnen zu liegen. Dummes Zeug. Nicht jeder muss ein Held sein. Aber jedes Herz braucht Mut, so wie jeder Magen Essen braucht. Aber was, wenn euch euer Anteil verwehrt wird? Was, wenn ihr nur allzu leicht von Furcht und Zweifel ergriffen werdet? Weicht nicht aus, sondern stellt euch entschlossen euren Ängsten. Lauft nicht fort und ergreift keine verzweifelten, vergeblichen Maßnahmen. Präsentiert der Welt euer bestes Ich. Und bald wird euch auch euer Herz daran glauben. Naja, dem neugierigen Herzen Grenzen. In das Leben anderer verwickelt zu werden, gehört zum Leben dazu. Aber was, wenn man sich zu tief hinein verwickelt? Stellvertretend die Freuden, Betrübnisse und Geheimnisse derer in seiner Nähe zu erleben, deutet auf eine erschreckende Leere des Herzens hin. Ihr müsst es mit eigenem Leben und eigenen Gefühlen füllen. Auch wenn es wehtut, selbst wenn es euch vergiftet. Sonst bleibt ihr ein leeres Gefäß. Das ist an alle RTL-Zuschauer gerichtet, die sich Dschungelcamp und so einen Scheiß reinziehen. Weitschweifig verspricht das Buch, alle Arten emotionaler Bedrängnis lindern zu helfen, die es als Herzform kategorisiert. Doch welche Herzform quält euch, werter Leser? Wir alle leiden, jedoch nicht alle gleichermaßen. Nehmt nur die häufigsten Leiden des Geistes. Das rabiate Herz, das melancholische Herz, das zaghafte Herz, das falsche Herz, das neugierige Herz, das eifersüchtige Herz. So geht es in dem Buch. So geht es weiter im Buch mit dem Versprechen ganzer Bände zur eingehenden Erforschung jeder Herzform, käuflich zu erwerben im Haus der Trauer.
Ja, ich bin froh, dass ich das nicht ausgegeben habe. Schatulle und ein Trauerschlüssel. Gut. Ja, das brauchst du nicht. Erfolg erringen. Ein Selbsthilfebuch, das angeblich allen hilft, die zu Täuschung und Unaufrichtigkeit neigen. Sind wir doch mal offen zueinander, Wetterleser. Ihr glaubt vielleicht, dass... Nee. Haben wir gerade erst gelesen. Den Quatsch. Ihr seid ja komplett bekloppt. Schon. Bewerbungsformular, das Personen öffentlichen Interesses einlädt, Freunde des Hauses der Trauer zu werden. Es werden mehrstufige Spendenvorgänge ausgeführt. Im Gegenzug werden Zugeständnisse gemacht, wie Namenslistung im Danksagungsbereich der nächsten Publikation, bestimmte beruhigende Tonika, Ehrenplaketten und sogar eine Gratissitzung zum Ablegen von Kümmernissen. Die Goldbeträge beginnen bescheiden, erreichen aber bald enorme Höhen. Okay. Ja. So enorm ist das nicht. Ganzkörperporträt. Nicht erreichbar, okay. Kundenliste. Shadowheart's parents are at peace. And so she, it seems. Ja, ist doch gut, oder nicht? Olovrik Witzfreund. Melancholisches Herz vollständig bezahlt und für Ablegen der Last empfohlen. Ich lese jetzt aber hier nicht so ein Wälzer. Sicherheitsrichtlinien. Here we go. Aus der Feder der Mutter Oberin. Die heiligen Hallen der Herrin Scham müssen um jeden Preis verteidigt werden. Vergewissert euch, dass allen, die zu Wach- und sonstigen Diensten im Haus der Trauer eingeteilt werden, das korrekte Protokoll bekannt ist. Erstens, Geheimhaltung ist unsere erste und beste Verteidigung. Das Haus der Trauer ist nicht nur eine Fassade, es ist ein Schild. Verteidigt es. Es hinge euer Leben davon ab. Denn das tut es. Die geheime Passage nach unten muss versiegelt bleiben, bis mit meiner Autorisierung andere Anweisungen erfolgen. Drittens, sollten Feinde in die unteren Stockwerke eindringen, so ist die Haupthalle vor der Kammer des Verlusts unser letztes Bollwerk. Im größten Notfall muss alles zerstört werden, was den Feinden unserer Herrenschar nützen könnte. Ihre Geheimnisse müssen beschützt werden. Fünftens, niemand darf sich erlauben, in Gefangenschaft zu geraten. Nehmt Gift, stürzt euch in eure Klinge, verschluckt eure Zunge, verratet niemals die dunkle Herrin. Ja, das Problem haben wir erfolgreich für die Leute gelöst, ne? Ja, komm, es ist in Ordnung, ne? So, kommt da raus. So, dann machen wir hier Tür zu und dann ist das in Ordnung. So. Hey Kamerad, bist du immer noch am I think I should be quite happy living in a tree. Greenery and bird song all around. Ist in Ordnung. Haben wir alles schon gefragt. Gut. Jungs und Mädels, dann würde ich sagen, wird's Zeit. Ach ja. I brought my own paring knife. Now I just need some ingredients and I'm gonna make something really good, I promise. Ja, ist in Ordnung. So, wen lassen wir denn hier? Ich würde sagen, Asteron lassen wir hier und dann nehmen wir dafür Jahira mit. Hey, Gail. What Shadowheart did for her parents was a profound act of love. Her courage is... well, it's quite something to behold. Das sehe ich ähnlich.
Hör mal, wir haben so ein seltenes Geschenk erhalten, eine astralberührte Larve mit der Macht, eine neue, teils elitische Form zu gewähren. I can only imagine what I could do were I to adopt the biology of a mind flayer. You've not taken this power for yourself. So I can only wonder, why offer it to me? Ich hab ich gar nicht, ich will nur mit dir darüber reden. Ist in Ordnung. Junge. Need something? Ey, das Ding, das steht dir gut, Junge. Du musst leider im Lager bleiben, Asteran. Nix gegen dich. Ja, ohne Schall, ich lieb dich, Alter. Ich lieb dich, aber ich muss mal mit Jahira ihre Truppe da besuchen. Oh, darling, I'm hurt. Oh. I thought we had something special. Haben wir auch, Junge, haben wir auch. I guess I'll spend my evenings lounging here. Well, you do all the hard work. Weißt du, Asteran? It sounds awful. Ja. Weißt du, Asteran, als ich das Spiel nur vom Hören sagen kannte, habe ich gedacht, du bist die Person, mit der ich am wenigsten was zu tun haben will. Und du hast dich wirklich in mein Herz hier gemausert. Kalle, stimmt, dich hatten wir ja auch noch. It is splendid to see you again, my friend. Mhm. If you hadn't saved me from that mob, I'd be penning a guide to the afterlife based on first-hand experience. Mhm. Perhaps you would hazard a guess as to why the mob turned on me? Das wollte ich dich fragen. Ja. Habt ihr eure Meinung über den Kult der Absoluten kundgetan? Er hat überall Augen. It is not the eyes that I fear. It is the intelligence behind them. The Absolute is merely the outward form of something far more insidious. Mhm. The Lord of Murder has returned. As he did 100 years ago, Baal has set his accursed sights on Baldur's Gate. And his temple runs red with the blood of the innocent. Okay. And just as then, he has more than one chosen to manifest his gruesome plot. He has Orin, and he has you. Wo weißt denn das, Alter? Ihr wisst also, was ich bin, dann wisst ihr ja. Baal hat mich nicht. Ich lehne seinen Einfluss ab. I see that. You have at least a measure of self-control. But Baal's inheritance is not shrugged off so easily. Mm-hmm. The heart of a Baal spawn is a flipped coin that lands on its edge. Yours is a family set. Self-slaughter. When there are two or more, they will destroy one another until a single heir to the throne of blood remains. Okay. In times gone by, there was an errant-hearted Ballspawn who stood against his foul father and brother, Saravok. Optimist that I am, I hope you are of similar heroic vintage. Das hoffe ich auch. Ich glaube, ich kann die Heldin. Naja, weiß ich nicht. Ich würde so ein Mittelding würde ich gerne bevorzugen. Weil, ihr wisst, ne? Baden und so, die hier mal wohnen. Da wachst du morgens auf und dann. Ja, ich hoffe das auch. Ich glaube, ich kann die Heldin sein, die diese Stadt braucht. I believe you will be. Okay. And I'd like to help. The only way I know how, with a guidebook. This one did not flow from my quill, but from that of the wizard Irenicus. Huh.
Aha. It is a study of the Slayer and may give you a much needed edge when you face Baal's Chosen. Okay. Was ist der Schlechter? The Dream Eater. It is said the children of Baal are claimed throughout their sleep, ever disturbed by visions of a life of bloodshed and terror. Ja. Once they have seen too much, once these dreams drive their minds to break, they are beset by the Slayer. It is a beast of unspeakable violence that consumes all in its path, including the soul of the one who is host to it. Oh, das ist nicht gut. Erzählt mir von Irenicus. A genius. Exiled from his home in the elven paradise of Suldanesala, when he attempted to seize the power of life itself, he instead turned his magnificent mind to murder on a grand scale. That is how he came to crave the power of the Baal spawn. He saw them not as living things, but as tools for his own machinations. Huh. In the end, though Irenicus took the form of the Slayer for himself, it was a Baal spawn who thwarted him, the same that saved Baldur's Gate. Okay. Merkuls Auserwählten habe ich bereits getötet. Das schaffe ich auch. I am a living witness to Baal's defeat those 100 years ago. So I know your battle against him is not futile. He can be stopped. But not all of those who stood against him survived. And those who did were never the same again. I wish you luck, my friend. And I hope that when I see you again, you'll be in one piece. Two or three at most. Gegenstand erhalten zum Schlechter. Huh, das müssen wir lesen, ne? Zum Schlechter. Dieses Buch riecht angenehm nach Papier und Tinte. Auch wenn dieses Kind des Baal das Geschenk seines unheiligen Bluts bisher vergeudet hat, ist Baals Peitsche offenbar unausweichlich. Der grauenhafte Gott hat dieses Kind nun mit dem Schlechter, der Bestie und dem Propheten belagert. Und wenn das Kind endlich nachgibt, wird sein Verstand gebrochen sein. Mehr noch, als all meine Qualen ihn je zerfetzen könnten. Solange habe ich die gefangene Brut mit meinen Experimenten geprüft, habe versucht, noch mehr von Baals Geschenken aus ihnen zu extrahieren, doch sie haben den Schlechter über sich selbst gebracht. Er manifestiert sich offenbar im Augenblick des reinsten Hasses, eines göttlichen Hasses, wie ihn jene mit sterblichem Blut nicht erahnen können. Wenn das Kind des Baal auf eine Weise hasst, die seinen Herrn erfreut, steigt Baal selbst als sein eigener Avatar hinab. Trotz allem, was die Baal-Brut von Kerzenburg getan hat, um Sarafox Auferstehung zu verhindern, scheint Vater sie wirklich innigst zu lieben, wenn er persönlich einschreitet. Wenn ich meine Routine fortsetze, sämtliche göttliche Essenz zu absorbieren, die ich extrahiert habe, während sich die Brut in meiner Gefangenschaft befand, kann ich Baals Magie vielleicht zwingen, in mein eigenen Blut zu erstarken und den närrischen Gott glauben lassen, ich sei eines seiner Kinder. So kann ich die Bestie vielleicht selbst zähmen. Das Buch beschreibt dann detailliert, wie Irenicus durch seine Experimente versuchte, hat sich in den Schlechter zu verwandeln. Oh, es war jetzt wenig hilfreich eigentlich, ne? Hey, Karlach, du brennst nicht mehr und ich sehe dich in Unterwäsche. Schön. Siehst gut aus, Mädel. I'm so glad Shadowheart's ordeal is over.
It'll be a long time before she'll come to terms with all this. But at least now, she can start. Free of Shah. Hm. Ja, hier. Ever will Shar try to twist bonds of love into chains of service. Shadowheart did not let her. Hm. I cannot presume to know her parents or what they suffered. But I know that they were proud in the end. Wir sind alle stolz auf sie. Ask it. Ihr seid in früheren Zeiten mit einem Kind des Baal gereist, nicht wahr? I did, though I don't often speak of it. So many seem to think they know the whole story already. I find it a pity to correct them. Aha. We can speak of old battles later. Our plate is piled high with catastrophes enough for the present, huh? Toll, du hältst mir Informationen vor. Ihr habt schon einmal im Tempel des Baal gekämpft. Würdet ihr ihn wiederfinden? You speak of a battle more than a century past. Baal's minions led us through a maze in the Undercity, older than Baldur's Gate itself. We paid little mind to the path ahead, let alone how we might return, or that we would return at all. Still, the Undercity shifts. We might search down there. Or better yet, find a Baalist to lead us. Ja, ich möchte eigentlich noch nicht. Ne? Wieso will's weggehen? More than I would like. In my youth, I was a brief and very much unwilling member of a colony's hive mind. Mhm. I felt the way they think, saw the world as they do. Foul, unnatural creatures who find the foulness in us and twist it to their will. Then, who am I speaking to? You have far more experience than I. Diesmal ist es anders. Das Ältestengen ist selbst ein Sklave. Do not be moved to pity. It is a predator pinned in a trap. Ja. And if it wriggles free, you'll find it still has teeth. Ja, denke ich auch. Komm mal einfach mit. Komm mal einfach mit. Na, ich glaube, wir können Stufenaufstieg, ja, machen wir in der nächsten Folge. The dog is unable to speak through the small bag he holds in his mouth. Was hast du denn da, Kratzer? I don't know. Maybe you can tell me. All I know is I thought of you when I saw it. Oh, du bist so ein komm mal her, du kleine süße Sau. Gegenstand erhalten. Eine Angel. Komplett nutzlos, aber der Kleine ist einfach so cute. Hey! A cruel task fell to Shadowheart. But she did as her parents wished. She has my eternal respect. Ja. And I hope she soon finds peace. Hoffe ich auch. Hoffe ich auch. Hoffe ich auch. Ah. How good to see you. Come for a chat? Well, alte Säge. Shadowheart's memories will be a heavy load for her to carry. But her suffering is over, and so is her parents. I hope she finds comfort in that. Hoffe ich auch, mein Guter.
Schatz. Did you want something? If not, I'm perfectly happy to just gaze upon you a while. Oh. Was ist mit den Erinnerungen, die euch genommen wurden? Most are lost forever. Some may creep back into my mind if I encounter anything that helps clear the fog. Then there's what Shah did restore to me. Memories of pain, suffering, both my own and what I inflicted. It's overwhelming. Like a lifetime's worth of nightmares unleashed all at once upon waking. I can barely untangle one moment from another, not that I even want to. I just know that my heart sinks if I let my thoughts wander to them. Was mit uns? Erinnert ihr euch noch an alles, was wir durchgemacht haben? Of course. From the first time I laid eyes on you right until now. That's all safe. I wouldn't surrender even a moment of it. Aww. Shah hat das alles nur aus reiner Bosheit getan? Shah seeks to break people. To fill their lives with despair so that they will turn to her for relief. Perhaps she thought this would lead me back to her in time. But it won't. I fought too hard to win my freedom. I will not give it up again, no matter how much it hurts. Gut. Denn mit der Zeit wird's leichter. Perhaps. But in the meanwhile, I'll just have to find a way to live with them. Und das schaffst du. Das schaffst du, da bin ich felsenfest von überzeugt. Of course. Well, don't stand in ceremony. Come here. Ich habe schon kurz Schiss bekommen, dass ich mich verklickt habe. Ja gut, haben wir wieder was erfahren über den Dark Urge? Gab wohl schon mal so einen? Gab auch wohl schon mal so einen, der sich dagegen gesträubt hat? Ich muss wahrscheinlich wieder die Folge gucken, um das nochmal alles halbwegs richtig einordnen zu können. Sind halt Legenden, ne? Wie viel Wahrheitsgehalt da drin ist, man weiß es nicht. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch was. Bye, bye.